Fick mein Leben. Guck dir das an, was ist das? Die Pisse. Hier, die nächste. Das darf nicht wahr sein. Komm her, ey, ey. Das darf nicht wahr sein. Hier, die nächste. Es darf nicht wahr sein. Komm her, ey. Ja! Ach ja, so ist es also hier. Sonst noch was? Danke, Merkel. Johnny Sins. So, von was geht ab? Mit dem Call of Duty Vanguard Video. Nicht Rage 2 Commander, sehr verehrte Zuschauer. So. So, von was geht ab? John ist am Start zu einer weiteren Folge Rage 2 Commander. Diese elendigen Bastardmücken haben mich heute Morgen zu Frühstunde geweckt. Ich konnte dann nicht mehr schlafen. Hab somit ein bisschen heute den Rhythmus verstellt bekommen, weil ich dann wieder etwas später eingeschlafen bin. Jetzt ist 10.28 Uhr. Es ist wieder eine weitere Folge am selben Tag. Kommt heute online. Mal schauen, ob das 14 Uhr wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir melden uns an. Haben heute einiges zu tun. Bezüglich Bestrafungen habe ich gestern auch schon gelesen. Ja, John, du hast dich jetzt nur daraus getrickst. Mit dem 500 IQ Play, dass du die Bestrafung ein anderes Mal machst, weil du heute keine Zeit hast, damit du die KD rettest. Aber, sehr verehrte Zuschauer, die Bestrafung dieses Mal will ich eigentlich nicht Gameplay bezogen machen, dass ich irgendwie mit Einsatz in sich spiele, sondern die Bestrafung sollte dieses Mal wirklich eine Bestrafung sein, dass ich mir ins Gesicht schlagen muss oder irgendwas anderes. Das machen wir auch noch. Ich kann es jetzt heute noch nicht machen. Ich werde euch aber demnächst erzählen, wieso, weshalb, warum und was wir dann machen. Es wird aber, glaube ich, ganz lustig. Schauen wir mal, ob das lustig wird, vielleicht auch nicht. Wir gehen jetzt rein. Die KD ist immer noch nicht gerettet, sind wir mal ehrlich. 204, es kann immer noch scheitern. Deshalb müssen wir heute auch wieder Vollgas geben. Bevor ich jetzt hier anfange, groß zu quatschen, übrigens, Expeditionsdivision werden wir heute Prestigen. Dann brauchen wir nur noch Gebirge und Panzer und dann können wir endlich auf V2-Rakete sweaten. Habe ich Bock drauf. Bevor wir jetzt hier eine Klasse ändern, denn das muss ich machen, werde ich jetzt aber den neuen Waterdrop ausprobieren. Wie gesagt, immer noch keine Bezahlung. Gestern hatten wir Boost probiert, war ganz okay, war irgendwas Himbeere, Hibiskus, leck mich am Arsch. Das ist jetzt Sternfrucht, Zitronengras, weißer Tee. Freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Happy Birthday to you. Ah, ich brauche ja gar kein Leitungswasser. Ich bin ja kein Geringverdiener. Da kommen wir heute auch zum Thema. Geringverdiener Twitter. Oh, um Gottes Willen, das ist gestern abgegangen. Wir schütten ein wenig Wasser in mein Glas rein. Na komm, na komm, na komm. Water ASMR. So! Rein mit meinem süßen Tröpfchen. Soll ich mal dran lecken? So, rein mit dir, mein Schatz. Hallo. Hallo. Ey, fall rein. Hallo. Na komm. Ist das schon drin? Nein. Oh. So. Während der Water Drop sich hier verbreitet, gucken wir jetzt mal in die Klasse. Moas hat mir gestern auch geschrieben, Moas schaut jede Folge. Ich grüße dich, Moas. Er hat mir gesagt, John, die SDG 44, das ist, glaube ich, nicht so deine Waffe. Irgendwie ist sie generell komisch. Ich weiß ja, du bist eine geile Sau. Du bist besser als ich. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber das irgendwie mit dem Auto-Aim, das ist manchmal shaky, das Jahrmillionsspiel. Entweder ein Visier drauf oder eine andere Waffe. Jetzt überlege ich, spielen wir eine andere Waffe. Wir haben noch nicht die FG42, auf die ich wirklich insane ratig bin. Rang 45 brauchen wir dafür. Wir sind Rang 43, ihr seht es nicht, wegen der Facecam. Das heißt, zwei Ränge noch, zwei Folgen eventuell. SCG 44 wird es heute noch nicht sein. Wollen wir was komplett Neues ausprobieren? MN's Garant oder diese Affenwaffe? Oder spiele ich heute wieder MP40? PPS haben wir auch selten gespielt.
Ich glaube, wir spielen mal PSPSH. Wir machen mal eine. Ich spuck schon wieder alles voll. Eine PPSH-Folge. Haben wir fast gar nicht gespielt. Früher war es eigentlich meine Lieblingswaffe. Komm, haben wir mal ein paar schöne Tarnungen hier wenigstens. Habe ich auch mich noch gar nicht drum gekümmert. Spezialtarnung. Haben wir schon irgendwas freigeschaltet über Kisten? Nö. Wir haben ja auch noch nicht genug Kisten. Ah, doch hier. Die ist ja. Ganz okay. Wir haben ja noch nicht genug Kisten aufgemacht. Oh, was ist das denn hier? Ja, sieht aber auch nicht so geil aus. Sieht auf dem Anzeigebild geil aus. Die sieht fresh aus. Ja, dann nehmen wir die, den Kollegen hier. So, das Schaumbad ist schon fast fertig. Riechen tut's schon besser als gestern, sage ich so, wie es ist. Also, habe ich schon über meine Bastardmücken geredet? Habe ich über meine Bastardmücken schon geredet? Ich habe es schon vergessen. Ja, ich glaube schon. Diese Drecksmücken, Alter. Was ist hier los? Es ist fast... Ich rede in-game wahrscheinlich... Ja, angefangene Pissrunde. Es ist fast November und ich habe hier nachts mit Mücken zu kämpfen. Facecam ist nicht richtig. Facecam ist nicht richtig. Ich bin hier jede Nacht irgendwie am Start, Alter, und und ich passe ganz, ganz genau auf, dass ich schön kein Licht mache, während ich lüfte. Aber ich denke mir halt, als ob ich mir jetzt noch... Wieder die gleiche Lobby. Als ob ich mir jetzt noch kurz vor November mir Mückennetze aufhänge. Das ist doch albern. Irgendwann müssten sie doch auch mal tot sein. Die sind auch so dick und fett schon, dass, weil sie mich seit Wochen lang absaugen, sind sie so dick und fett, dass wenn ich da mit dem Staubsauger komme, die so langsam und träge sind, aber trotzdem sirren sie mir die ganze Zeit über den Kopf und ich wache sogar auf. Heute Nacht, ich erinnere mich sogar, es hat so gejuckt an meinen Füßen und an meinem hier Ferse. So. Ich habe mich die ganze Zeit gejuckt, während ich so halb geschlafen habe. Wenn wir jetzt nochmal Ardus Forest, ja, dann spielen wir sie halt. Dann spielen wir sie halt, WW2, wenn es keine andere Option gibt. So, ist der Kollege jetzt hier mal aufgelöst? Er ist aufgelöst. Prost, Mahlzeit. Mein erstes Getränk, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich war gerade kurz Morgenspaziergang, wie gesagt. Oh, ja. Ich affe, wieso habe ich denn jetzt keinen... Ich mache gleich nochmal das gleiche mit Leitungswasser, mit Sprudelwasser. Ich glaube, man braucht Sprudelwasser, sonst zieht es einfach nicht. Es ist wie wenn du Cola ohne Sprudel... Nee, ist jetzt nicht wie Cola. Denk das nicht, dass es wie Cola ist. Mal kurz alle Fresse halten. Aber es ist wie, wenn du Cola ohne Sprudelwasser trinken würdest. Also, bringt auch nichts. Sind wir mal ehrlich. Kommen sie nun... Komm her, ja, das ist doch das PPSH... Ja. Trinken wieder und Brandshotgun. Heute sind natürlich wieder die Streaks auf dem Programm. Flächenbombardierung, Fallschirmjäger, die wollen wir heute auch mal früher erreichen und nicht erst, wenn die Runde endet. Zudem habe ich mir natürlich wieder ein knackiges Thema ausgesucht, was. Zitteraal. Ich glaube, hier ist noch einer hinten im Spawn. Oh Gott. Ich bin halt auch wieder in eine Runde hier reingejoint. Oh nein! Mein Shot ist wieder rusty des Grauens. Also, ja, es ist ein Thema, was entstanden ist aus Twitter-Feedback. Da haben wir dann auch ein paar Schritte geschrieben, John, das musst du eigentlich mal in der Folge bereden. Denn ich habe gestern auf Twitter eine Placement-Anfrage von BenQ gepostet und mich darüber lustig gemacht, wie schlecht dieser Deal ist von BenQ und dass BenQ legit im Jahre 2013 noch ist. Ich habe euch ja auch schon mal in der Folge erzählt, wie sich die Preise geändert haben auf YouTube, die Werbedealpreise und wie damals man einen Hungerlohn bekommen hat für dicke, dicke Reichweite. Ich sage nicht, dass ich die dickste Reichweite habe. Das sind auch wieder so Dummköpfe auf Twitter gewesen. Nee, du bist nicht Monte. Halt deine Fresse, du kleiner Bastard. Trotzdem habe ich eine Reichweite und die muss bezahlt werden, du Schwanzkopf, Alter. Die Damen und Herren von BenQ, die nie wieder mit mir zusammenarbeiten werden, was für mich nicht schlimm ist, denn... haben mir ein Angebot gestellt und diese Dulli-Köpfe auf Twitter haben es dann auch wieder nicht gereilt, weil sie meinten, nö, du bekommst ja auch noch ein Produkt gestellt. Das Lustige ist, ich dachte, ich verbrenne schon wieder, ich bekomme nicht mal das Produkt. Also das ist so armes Deutschland. Und sorry, wenn das für den einen oder anderen geldgeil klingt, aber ich verkaufe mich nun mal nicht unter meinem Wertpunkt aus Ende und das würdet ihr genauso nicht machen. Aber Twitter ist halt wieder Dulli des Grauens. 350 Euro haben oder nicht haben. Jetzt habe ich den Preis gespoilert. BenQ würde mich nicht für Johnny Sins, nicht für 3 Sekunden, sondern für ein gesamtes Werbereview auf John Rage
mit 350 Euro entlohnen. Es geht nicht um einen Monitor, es geht um einen fasten Beamer. Welches richtig. Ich habe nicht mal richtig gelesen, weil es mir so blöd war. Ich habe schon auch diese. Ich sag jetzt den Namen nicht. Die hat mir auch schon mal geschrieben. Und dann wollte sie mir irgendwie ein Fahrrad andrehen. Und. Weil. Das ist wirklich so albern. Das. Also, ist, aber das Problem ist, sie gehen so low, weil irgendwelche Affen, die dann auf Twitter irgendwann mal über Zufälle zu Reichweite kommen, denken, ja, 350 Euro haben oder nicht haben. Ja, Bro, du ruinierst damit den ganzen Werbe-Influencer-Markt und verkaufst dich geisteskrank unterm Wert und versaust somit auch in Zukunft andere Deals für andere Leute. Da ist halt immer, sobald die Leute das annehmen, die natürlich nicht sagen, ja, wir wollen unsere Kunden fair bezahlen. Wir wollen fair für unsere Werbung, die uns mehr Geld bringt, bezahlen. Nein, das ist alles nur ein wirtschaftlicher Zyklus. Das sind Multi-Millionen Brands teilweise, wie BenQ. Die sind ja dick im Geschäft. Und die werden natürlich ganz, ganz klar, ganz, ganz kalt handeln und so dreckig wie möglich handeln und so wenig wie möglich am Ende zahlen wollen. So, auf jeden Fall geht es darum, dass sie mir einen Beamer schicken als Test-Review-Objekt. Ich soll dann den Beamer reviewen auf John Rage. Ein komplettes Review, weil ich ja so ein Technik-Channel bin. Und dafür würden sie mir 350 Euro geben. Den verfickten Mistbeamer, den ich überhaupt nicht will, muss ich dann noch zurückschicken. Also ich muss dann noch zu Post äumeln und den ihr Test-Review Billo-Döner, sag ich schon, Billo-Beamer noch zurückadressieren nach, keine Ahnung, Kanada. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so eine dicke Brand und die können nicht mal den Beamer springen lassen? Die können nicht mal den Beamer springen lassen? Ich muss doch diesen Drecks-Beamer zurückschicken. Dafür, dass ich mich schon verprostituiere für deren Dreckswerbung. Alter, da könnte ich so aggressiv werden und irgendwelche Hans-Wurst-Schlag-mich-tot auf Twitter meinen dann, 350 Euro haben oder nicht haben. Also ich sehe da kein Problem. Du bekommst was geschenkt und noch 350 Euro. Das ist doch ein super Deal. Und es tut mir leid, ich will euch ja auch nicht alle beleidigen und diskreditieren, aber manchmal muss man einfach die Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat. Und ihr habt da nun mal keine Ahnung. Denn, jetzt kommen wir zu den Preisen. Das hat sicherlich auch einige interessiert. Ein paar haben das geschrieben. Was kostet denn sowas auf John Rage? Und ich sage mal, unter 3.500 Euro würde ich nicht mal daran denken, diesen Kackbeamer vorzustellen. Und das hat nichts mit Geldgalle zu tun oder mit Arroganz zu tun, sondern es ist ein faktischer Marktwert. Und ich verkaufe mich nicht unter Marktwert, vor allem nicht für ein gesamtes Werbevideo. Ich würde nicht mal... Alter, habe ich mich in Rage geredet am Morgen ohne Frühstück. Vor allem, ich rede mich in Rage mit meinen Zuschauern, die mich, denke ich mal, verstehen, über behinderte Twitter-Affen. Wie dem auch sei, guck mal. Ich würde ein gesamtes Werbevideo über BenQ nicht machen, weil, Alter, das interessiert keinen. Ich würde es vielleicht machen, wenn ich Call of Duty zocken kann auf dem Beamer und ich mache ein lustiges Video draus. Und deshalb habe ich auch geantwortet und nachgefragt, was ist denn euer Budget? Ich habe schon in ihrer Nachricht gemerkt, da ist nichts zu holen. Die sind jetzt hier nicht auf der Jagd nach guten Deals. Die wollen mir nur diesen Beamer irgendwie unterjubeln. So, dann dachte ich mir, okay, aber vielleicht wäre lustig, ich zocke Call of Duty auf dem Beamer. Ich habe schon so den Titel gesehen. Ich zocke Call of Duty auf dem Beamer. Dann können wir den Beamer zeigen. Beamer ist super, tralala. Ich zocke Call of Duty. Also es ist kein großer Unterschied, es ist mal was Neues. Easy, wäre geiles Video theoretisch gewesen. Das ist ja so eine Sache, man hat ja auch Varianz. Man kann ja auch sagen, okay, ich finde das Produkt mega geil. Ich weiß, ihr seid eine kleine Firma, ihr habt nicht so ein hohes Budget. Ich mache es für 2.000 Euro. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch mal einen ganz früher, back in the days, so WW2 oder so, habe ich ein Schnittprogramm vorgestellt. Für weniger. Obwohl ich muss sagen, ich habe es dann auch nochmal ehrenlos in die Höhe getrieben. Wirklich auch eine Geschichte für sich. Ich hatte längere Zeit keinen Werbedeal gehabt. Hab dann eine E-Mail bekommen und dachte so, ah, scheiß drauf, Alter, Hauptsache, das klappt. Und dann haben die mir irgendwie geschrieben, ja, 200 Euro. Und da dachte ich, ja, das ist halt wieder so eine Taktik. Ne? Man startet so geistkrank low, dass sich der Creator schlecht fühlt und sich gar nicht mehr seinem Wert bewusst ist und dann panikt und sagt, na komm, für 250 mach ich's. Ich habe dann geschrieben, wie 700. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal so, 40.000 Average, 30.000 bis 40.000 Average Views, wenn man mal rechnet, da kommt jetzt die Rechnung, wie man da irgendwie das verstehen kann. Man rechnet per CPM, das heißt 1.000 Klicks
wird für 1000 Klicks wird ein Wert bestimmt. Man sagt im Durchschnitt 50 Euro ist okay. Alles, was über 50 ist, ist gut und es kann auch bis 100 oder 150 Euro in den krassesten Deals gehen. Das heißt, ein Video macht 10.000 Klicks, wären wir bei 50 Euro, bei 500 Euro. Bei 100.000 Klicks, bei 5.000 Euro, bei 1 Million Klicks, bei 50.000 Euro. Auf John Rage habe ich jetzt aktuell eigentlich so im Schnitt 60.000 Klicks. Das letzte Video ist zwar komplett untergegangen, hat nicht mal 40.000 Views. What the fuck, Digga, das hatte ich noch nie. Das ist das schlechteste geklickte Video seit Black Ops 4, also seit 2 Jahren Reichweite aufbauen. Hat nicht so viele Leute interessiert, hab mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist schon krass, weil darunter war schon 60.000 eigentlich so. Unter 60.000 bin ich schon traurig von den Views her. Wie dem auch sei, 50 Euro bis 100 Euro pro 1000 Aufrufe ist so ungefähr der Maßstab. Viele verkaufen sich unter Wert, machen es für 30 Euro, machen es für 20 Euro. Und wie gesagt, das verschlechtert allen den Preis, weil solange die Leute Werbung bekommen für so wenig Geld, werden sie nicht mehr zahlen. Ganz simples Prinzip. Und ich habe, glaube ich, damals dann gesagt, für 700 Euro würde ich euch dieses Ding vorstellen, weil Schnittprogramm, ich stehe dahinter, kreativ sein, Videos schneiden, das ist meine Berufung, ich habe da Spaß, wenn da neue Leute anfangen und ein cooles, kostenloses Schnittprogramm haben, was wirklich gut ist, ich habe mir das dann mal angeguckt, mir ein paar Reviews dazu abgecheckt, so, dann kann ich das feiern, ich kann auch verstehen, wenn die vielleicht nicht so viel Budget haben, finde ich gut, würde ich auch für 700 Euro machen. Und dann bin ich aber greedy geworden. Und dann habe ich nochmal überlegt und dann dachte ich mir, ah, verdammt, irgendwie muss ich den Preis noch hochreizen. Das ist mir... Nein, Shotgun! Das ist mir dann doch zu wenig gewesen. Und dann habe ich so gottlos den Preis hochgetrieben. Also, dass sie das angenommen haben, kannst du keinem erzählen. So 2 Wochen habe ich dann... Nein. 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 2 Wochen habe ich dann nicht mehr geantwortet. Und habe sie erstmal noch ein paar Mal... Nein! So ein paar Mal schreiben lassen. Bis ich dann geschrieben habe, sorry, es tut mir wirklich leid. Ich habe mal mit meinem Management mich kurz geschlossen. Und es tut mir leid, ich kann den Preis doch nicht annehmen. Das ist leider viel zu wenig. Habe ich mit meinem Management geklärt. Hatte kein Management zu dem Zeitpunkt. Quatsch mit Soße, aber klar, mit 700 Euro wäre ich immer noch unter Marktwert gewesen, aber wenn du mal rechnen, okay, das Video macht 40.000 Aufrufe, dann sind wir bei 50 Euro, wenn wir im schlechtesten Case ausgehen, 50 Euro für 1.000, sind wir bei 10.000, bei 500, bei 40.000, bei 2.000 Euro, okay, dann bin ich mit 700 Euro wirklich ganz schön weit unten, das ist ein Drittel des eigentlichen Preises. So, ich habe dann diesen Management-Lüge gemacht und dann meint sie, ja gut, wir könnten auch 1.800 machen. Also schon mal 1.100 Euro mehr. Ich wurde dann aber giftig. Ich bin so ein Bastard gewesen. Wirklich, die hat mich gehasst. Ich habe dann angenommen. Ich habe dann gesagt, ja. Das ist auch, wenn Markus es sehen würde, Jam, der Kollege von Jam, mit dem Jam ein Management, also Haptic ein Management hat, der würde mich abstechen. Weil er hat tagtäglich solche Verhandlungen. Und er weiß, wie lange sowas dauert und wie viel Arbeit das ist und was für ein Bastard man sein muss, um einen Deal anzunehmen und um im Nachhinein den dann noch hochzudrücken. So, ich habe dann 1.800 Euro angenommen und dann nochmal gesagt, es ist zu wenig. Ich habe dann nochmal nicht geantwortet, bis ich dann am Ende gesagt habe, ich habe dann nämlich so 500 EQ gemacht. Ich habe gesagt, okay, 1.800 Euro machen wir, wenn das Video 30.000 Klicks hat. Aber sobald es über 40.000 Klicks macht, gehen wir auf 2.700 Euro. Sie, ja, okay, gut, sie wollte dann auch den Deal einfach nur unter Dach und Fach bringen. Und was war? Das Video hat über 40.000 Klicks gemacht und Papa John hat sich 2.700 Euro in die Tasche geschoben. Absolut saftig, habe ich mir schmecken lassen. Und da sieht man mal, da ist Luft nach oben. Ey, die wollte mir das Ding für erst 250, dann 700. Und man denkt ja, man hat 250 Euro Start, man handelt auf 700 hoch. Man denkt, Bro, Jackpot, was bin ich für ein mieser Verhandler, Digga. Ich habe da richtig Geld rausgezogen. Arschlecken. Ich habe noch 2.000 Euro mehr rausgeholt aus dem Deal. Da sieht man, da ist immer noch Luft nach oben. Und natürlich war das von mir taktisch nicht klug. Das, also es war am Ende taktisch klug geplayt, aber die wird nie wieder mit mir zusammenarbeiten. Da muss man dann auch okay, schauen. Vielleicht mache ich es dann für weniger, aber mache dann 3-mal in den nächsten halben Jahr den gleichen Deal. Und habe dann, wenn ich lieber 1.800 3-mal nehme, mehr als einmal 2.700. Ich war halt in dem Fall einfach nur greedy, hatte Bock auf den Deal. Und das war jetzt vielleicht kein gutes Beispiel für, man kann auch mal
weniger Geld nehmen, wenn einem das Produkt gefällt. Weil am Ende habe ich die ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Aber ich würde auch weniger nehmen, wenn mir etwas sehr gut gefällt. Und das habe ich auch schon mal gemacht. Zum Beispiel NordVPN ist halt auch nicht so gut, aber finde ich eigentlich eine gute Sache. VPN, Sicherheit und so weiter und so fort. Und die zahlen nicht so gut. Und da dachte ich, scheiß drauf. Obwohl die auch Budget haben. Die sind, ich glaube, eine Zeit lang mal Hauptsponsor von Liverpool gewesen. Die haben auch dicke Gelder, ne? Auf jeden Fall fragt euch jetzt, was nehme ich denn aktuell für ein John Rage Placement? Und das variiert, wie gesagt. Zum Beispiel Rage Shadow Legends sage ich euch so, wie es ist. Das habe ich jetzt schon mehrmals gemacht. Und das ist ein guter Partner. Wie nennt man das? Vertrauenswürdig. Aua. Also die sind professionell, ne? Die zahlen immer sofort. Und das funktioniert immer reibungslos. Natürlich ist die App oder das Spiel vielleicht auch fragwürdig zum Teil und auch nicht das, was ich jetzt privat spiele. Aber wenn ich das mit einem geilen Gag verpacke und eine geile Werbung mache, die für den Zuschauer jetzt nicht ätzend ist, und ich sage euch, ja, es ist das beste Spiel, ich spiele es jeden Tag, das wäre gelogen, das würde ich nicht machen. Aber ich drehe das dann ja, dass ich da mit dem Manager dann das mache und der Manager spricht dann meinen Werbetext. Das heißt, ich spreche gar nicht einen Werbetext. Ich sag gar nicht, dass es eine geile App ist, sondern der Manager sagt es. Der geldgeile Manager. Ist ein 500 IQ Play von mir. Ich kann den Kunden glücklich machen, aber in Wirklichkeit habe ich es ein bisschen mir gedreht und stelle nicht mein direktes Gesicht dahinter. Ich stehe hinter Raid Shadow Legends. Ich würde nochmal einen Deal von denen annehmen. Ich habe schon ein paar Mal da was angenommen. Aber ich würde niemals sagen, dass ich das privat spiele oder dass es eine richtig, richtig, richtig geile App ist. So, das dazu. Und bei Raid Shadow Legends bin ich auch so, ja gut, die zahlen gut und da reizt sich's auch aus und da ist kein Herzensprodukt, Projekt, wo ich sage, okay, ich würde es auch for free machen. Nee, ey, da geht's nur ums Geld. Und ich würde es nicht für wenig machen. Und bei Raid Shadow Legends bin ich immer so zwischen, ich glaube, der beste Raid Shadow Legends, oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag euch eine Spanne. Wie sage ich das jetzt? Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, was ich dafür in dem spezifischen Fall nehme. Wir müssen das Thema erstmal weiter weglenken, dann werde ich euch sagen, wie das... Ey, ich muss es jetzt irgendwie dribbeln, ich will keinen Vertragsbruch machen. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir reden über was anderes erstmal, ich muss erstmal was anderes reden. Auf jeden Fall, ja, CPM... Scheiße, wie recht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar kein Problem und man kann das sagen. Aber ich will halt kein Risiko eingehen, ne? Sagen wir es so, rein spekulativ, für egal welchen Werbedeal würde ich mindestens 5 iPhone 13 und im besten Fall 7. Oder sagen wir mal, na, ich würde es vielleicht auch für 4. Für 4 iPhones. Ist aber auch immer, wie gesagt, eine Ansichtssache, was für ein Produkt. Ihr wisst, um welches es gerade geht und was für eine Zahl gerade mein Kanal macht. Klar, wenn ich jetzt nur noch average 30.000 auf einmal auf John Rage mache, dann kann ich nicht 5 iPhones nehmen, das ist klar. Aber wenn ich gerade neues Release, Call of Duty, Modern Warfare, ich habe jedes Video über 3 Monate lang auf über 100.000 Aufrufe, yo. 100.000 Aufrufe, 50 Euro CPM sind 5.000 Euro. Na gut, da würde ich nicht für 2.500 das machen. Klar, ich würde es vielleicht für 4K machen, aber... Jetzt, ich denke, versteht's, ne? Man probiert immer, das Maximale rauszuholen. Man muss leider sagen, dass sich viele YouTuber unterm Wert verkaufen. Und vielleicht habe ich auch einen zu hohen Wert oder zu hochnäsigen Wert und nehme zu viel. Aber dann ist es so, ich mache ja auch nicht so viel Werbung. Ich habe auch nicht so viele Deals auf dem Tisch liegen. Viele platzen, weil der Preis nicht stimmt. Gar nicht, weil das Produkt so scheiße ist. Ich habe natürlich auch meine Prinzipien, würde nicht Alkohol oder irgendwelche anderen Sachen bewerben, aber oft stimmt der Preis einfach nicht. Das muss man ganz, ganz fairerweise sagen. Und ich habe da so ein paar Dinge für mich, ein paar Grundregeln für mich beschlossen, ne? Sobald ich halbwegs hinter dem Produkt stehen kann und sobald es nicht gesundheitsschädlich ist oder gesundheitsschädliches Potenzial hat,
So, man kann es immer weiter drehen, man kann die Moralfrage immer weiter drehen und sagen, okay, es gibt auch bei Raid Shadow Legends diese Glücksspielkomponente, dass man da süchtig werden kann, auch von den Ingame-Käufen. Und ja, das stimmt, aber ich kann auch nicht alles beeinflussen. Ich kann auch nicht überall hinterblicken und irgendwie. Das geht einfach nicht. Ne? Irgendwo muss man seine Grenzen ziehen und ich würde kein Glücksspiel bewerben, ganz klar. Wenn natürlich so ein leicht Pay-to-Win-Aspekt in der App drin ist, okay, dann ist es so. Aber es ist auch In-Game-Käufe. Es geht nicht um, du kannst wie bei Glücksspiel Geld setzen und du bekommst Geld raus und du bekommst dann nur Skins raus oder sowas oder irgendwelche In-Game-Sachen. Aber davon kannst du ja nichts kaufen. Ist für mich auch wieder so ein Ding, kann ich hinterstehen, ne? Ist in Ordnung. So. Aber es ist immer eine Moralfrage. Ich würde kein Alkohol bewerben, kein Glücksspiel bewerben. Ich würde nichts Gesundheitsschädliches bewerben. Ich habe auch Level Up abgesagt. Nicht, weil Level Up jetzt so groß scheiße ist. Aber ey, am Ende des Tages kann ich da nicht hinterstehen. Ich habe da immer einen Deal ganz früher angenommen gehabt. Erinnert euch vielleicht, ganz back in the days hatte ich auf Instagram schon so die Werbung geschaltet. Und dann hat die Moral gehittet bei mir. Ich habe auch meine Mama hat mich geprügelt gefühlt, als ich ihr das erzählt habe. Und ich habe halt das immer so, nein, das muss ja dann jeder selbst für sich wissen. Aber nein, klar, am Ende muss es jeder selbst für sich wissen und jeder selbst entscheiden. Und Monte sagt ja dann immer, ich will kein Vorbild sein. Dann müssen die Eltern sagen, ja, du bist aber ein Vorbild. Da kannst du nichts machen, ob du es sein willst oder nicht. Du bist ein Vorbild und ich bin auch ein Vorbild. Und wenn jeder Level Up bewirbt, dann dachte ich mir, muss ich nicht auch noch dahinter stehen. Dann kann ich auch den Gegenpol geben und Wasser bewerben. Trinkt Wasser, holt euch mal eine Cola. Na gut, probiert mal Dopamin-Detox. Aber jetzt auch noch sagen, hier 3 für 2 ist ja schön und gut, kann man ja machen. Will ich niemanden jetzt dafür an den Pranger stellen? Ich mach's aber nicht, ich stelle mich dagegen. Weil Level Up ist am Ende natürlich jedem selbst überlassen und man soll es nicht unter 16 Jahren trinken. Aber wie viele werden es denn unter 16 trinken? Bestimmt ein paar. So wie auch Energy Drinks Leute unter 16 trinken. Und mein Spiel, was ich im Kopf mir gedreht habe, weshalb ich gesagt habe, nein, da kann ich nicht hinterstehen. Jemand ist wirklich Hardcore-Zuschauer von mir, er schaut jedes Video, er ist Fan, er kauft sich Merch, er unterstützt mich auf jede Art und Weise. Ich sage, Level Up ist geil, er denkt sich, ja, probiere ich mal aus, kauft irgendwie Trick 17, Paper über Mutter oder wie auch immer. Paper kann ja auch jeder haben heutzutage, es ist ja wirklich kein Hexenwerk dahinter. Bestellt sich Level Up und hat dann diesen Chemiebaukasten, sage ich immer, zu Hause. Und dann macht er eine Homeparty, so wie ich damals mit 16. Man macht eine Homeparty zu Hause, eine Homeparty sag ich schon, eine Zocker-Session zu Hause, so mit 15, 14, 16. Und man macht durch, man zockt, man hat Spaß und dann im Gruppenzwang übertreibt man es. Man nimmt nicht, wie es hinten im Kleingedruckten steht, ein Scoop-Level-Up, sondern mit 3. Und man nimmt nicht nur einen Drink, sondern 4 Drinks. Und auf einmal kickt es sowieso schon bei jedem den Koffein und alle inneren Gefühle hoch, sondern auf einmal hat der 14-Jährige auch noch eine nicht erkannte Herzprobleme und auf einmal geht ihm da nachts das Herzrasen los. Das könnte ich nicht mit mir vereinbaren, dass ein John Rage-Zuschauer da nachts irgendwie am Abkacken ist, weil er sich Level-Up-Baukasten auf Lunge zieht. Natürlich steht es in den Dingen und man darf es nicht kaufen unter 16, aber wir wissen alle, dass es auch passieren kann. Und das Risiko, dass es passieren kann, kann ich natürlich nicht 100% beeinflussen, aber ich kann mich dagegen stellen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, I'm out. Ich habe bestimmt, wenn wir mal ehrlich sind, 10, 20, vielleicht auch mehr, 1000 Euro über die letzten Jahre liegen lassen, weil ich den Deal abgesagt habe und weil ich das nicht promote, 2 Jahre lang jede Rabattaktion promotet, Festvertrag-Deal im Monat, da wäre einiges an Kohle rumgekommen. Und ich will mich nicht als Messias hinstellen und sagen, oh, ich großer Gott, hab's nicht gemacht. Nein, aber ich hab's nicht gemacht. Das muss man auch mal akzeptieren, das muss man auch mal wertschätzen. Ich will dafür keine Credits haben, aber ich will nur die Botschaft geben, vielleicht auch an andere Creator oder andere heranwachsende Creator, ihr könnt auch da mal ein Statement setzen, ihr könnt euch auch dagegen stellen und ihr müsst nicht jede Kohle mitnehmen und ihr müsst nicht jede Sache mitmachen. Wenn ihr da sagt, oh, irgendwie feiere ich das nicht, irgendwie den Kids und der Jugend von heute diese Scheiße, diesen Koffeindreck, diesen Chemiebaukasten direkt ins Kinderzimmer sich liefern zu lassen, wenn ihr das irgendwie auch nicht so geil findet, dann macht's nicht. Ja, das zur Moralfrage und zum generellen Wert.
Twitter war da ein bisschen salty, dass ich 350 Euro so ein bisschen respektlos behandelt habe und mich darüber lustig gemacht habe. Aber es ist nun mal geisteskrank unterm Wert. Und das habt ihr, denke ich mir, jetzt verstanden. Und ihr werdet es sowieso checken. Aber war eigentlich ein interessantes Videothema. Könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, boah, was, 4.500 Euro, 5.000 Euro, 3.000 Euro. Ich kann euch auch mal in einer Folge über meinen besten Deal erzählen. Da habe ich wirklich insane gehandelt. Ich habe ja schon gehandelt von 250 auf 2.700, aber es gab noch einen Deal. Oh mein Gott, da darf ich euch nicht den Namen nennen. Die werden noch nie wieder mit mir zusammenarbeiten. Aber da habe ich so insane gehandelt. Das müssen wir auch nochmal abchecken. Aber ja, schreibt mal in die Kommentare, findet ihr das, habt ihr damit mehr gerechnet? Dass 10.000 Euro sind, 20.000 Euro sind in meiner Reichweite? Oder habt ihr gedacht, boah, krass, 4.000 Euro für so eine Integration ist schon heftig. Würde mich mal interessieren. Ach so, jetzt habe ich es gar nicht den Unterschied gemacht. Es gibt ja auch immer noch den Unterschied zwischen Integration und vollem Werbevideo. Ne? Integration redet man immer von 60 Sekunden bis maximal 90 Sekunden oder 2 Minuten vielleicht. So, aber das ist dann so, das Video geht los, 1-2 Minuten, gibt es den normalen Content, dann ist Stopp, gut, kurz Werbung, zack, 60 Sekunden Werbung und dann geht's weiter. Eigentlich überentspannt, weil du bekommst das komplette Video, hast du die 60 Sekunden drin und der fucking Creator verdient mit dem Video vielleicht 250 Euro an YouTube-Werbung, was gut ist, klar, aber wenn er so ein Werbedeal drin hat, kommen dann nochmal 3, 4, 5.000 Euro oben drauf. Wow, schmeckt sehr und man kann es theoretisch einfach wegskippen als Zuschauer. Also ich würde es jedem YouTuber gönnen, natürlich, wenn das dann schmutzige Sachen sind und dann jedes Video und bla bla bla, aber ey, im Grunde, zweimal im Monat kann sowas schon fit gehen und zweimal im Monat 3.000, 4.000 Euro. Gerade, wie gesagt, der Kanal ist gerade ein bisschen down auf John Rage. Ich würde auch jetzt, glaube ich, 2.800, 2.500 Euro würde ich gerade auch annehmen. Bis 3.500 Euro, bis 4.000 Euro wäre, denke ich mal, noch so fair. Aber ja, zur Hochphase kann man dann auch mal auf 5.000 oder so gehen. Aber schmeckt sehr, ganz klar. Und man muss da, wie gesagt, unterscheiden zwischen Integration, 60 bis 90 Sekunden, die eigentlich am meisten gefragt sind, weil die auch am besten sind, weil die auch am meisten Reichweite bringen. Man muss ja auch sehen, ne, wenn jetzt ein Werbevideo über ein komplett anderes Spiel auf John Rage ist, wo ich dann irgendwie irgendein anderes Spiel spiele, dann macht das vielleicht auch nur 20.000, 30.000 Aufrufe, weil es halt nicht alle interessiert. Und das will natürlich auch der Werbepartner nicht. Der Werbepartner will auch die maximalen Aufrufe. Ne, aber wenn ein Werbevideo auch so 80.000, 90.000, 100.000 Aufrufe macht, was ein komplettes Werbevideo ist, dann kann man da auch im CPM 70, 80, 90, 100 Euro gehen. Das heißt, das Video macht 100.000 Klicks, 100 Euro CPM sind 10.000 Euro. Aber das ist wirklich leider heutzutage, oder da musst du schon einen gewissen Stellenwert haben, schon richtig gute Kontakte haben, vielleicht auch ein Management haben. Management auch so eine Sache, ey, ich quatsche jetzt hier so viel ohne Gameplay. Sind wir eigentlich unter 2 wieder gefallen? Oh Gott, nicht, wir sind nicht. Ich dachte kurz. Management, auch so eine Sache, ne? Kann sehr hilfreich sein, können dir sehr viele Türen aufmachen, sehr viele Deals bringen, die dir niemand anderes ranholt, weil die Connections haben. Aber du musst auch 20% abdrücken ans Management. In den meisten Fällen. Manchmal vielleicht nur 10, manchmal 30, manchmal sogar 50%. Aber ja, ich bin aktuell in keinem Management. Ich überlege immer wieder, ob ich mal wieder ans Eins gehen solle, weil ich bekomme wirklich nicht viele Deals rein. Die Deals, die ich dann selber verhandle, die schmecken dann auch, die sind dann auch gut verhandelt. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht gehe ich irgendwann mal noch im Management, weil gegen 1, 2, 3 Deals im Monat kann niemand was sagen. Ja, das war der kleine Talk auf den Dienstag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Bestrafung checken wir noch ab. Wir müssen noch die 100 Euro Kisten verballern, die wir ja über dieses Money-Experiment gefarmt haben. Das machen wir noch die Tage. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Ich drauf, so einen wunderschönen, prächtigen Tag. Haut rein! Ciao! Ciao!